Ja, hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Heute machen wir mal was ganz Einfaches, und zwar ein Dip. Wir haben einiges an Minze im Garten und Anne sagt, das müssten wir jetzt mal eigentlich ein bisschen verarbeiten. Ja, da sind wir auf die Idee gekommen, einen Avocado-Minze-Dip zu machen. Dazu gibt es einen Rohkostsalat und Lammnackensteaks. Viel Spaß! Kühnes Kochkanal. Für unsere Vinaigrette für den Salat habe ich nun 2,5 Esslöffel Olivenöl, 1 Esslöffel Dijon-Senf, 1 Esslöffel Weißweinessig, Salz kommt noch rein, Pfeffer kommt noch rein. Ja, und das Ganze wird gemixt. Und dann geht das Ganze über unseren geschnippelten Salat. Da ist Möhrchen drin, ein Apfel, Rotkrautsalat oder Rotkohl und Weißkohl. Dann kommt noch unter anderem unsere Sonnenblumen-Kürbiskernmischung. Ich habe so einen Kernmix genommen. Den geben wir noch dazu. Ja, und dann darf das Ganze durchziehen. Hier habe ich nun eine Avocado zerdrückt. Dazu gebe ich 2 Esslöffel Limettensaft. Das Ganze werde ich noch vermengen. Dann kommt noch ein Spritzer Tabasco mit dazu. Fein gehackte Lauchzwiebel, fein gehackte Minze, etwas Salz und etwas Pfeffer. So, wie ihr seht, der Spritzer Tabasco ist drin. Wirklich nur ein Spritzer, nicht, dass es zu scharf wird. Fein gehackte Minze, da habe ich 8 Blättchen genommen. Je nach Geschmack. Eine Lauchzwiebel habe ich auch fein gehackt. Pfeffer und Salz ist auch schon drauf. Ich werde jetzt dieses Avocado-Gemix durchrühren und dann ist unsere Dippe schon fertig. Und dazu soll es heute Lamm geben. Ja, kurzes Fazit, schnell zubereitet, fruchtig, frisch. Wenn ihr keine Minze habt im Garten oder auf dem Balkon, schafft euch welche an, lohnt sich auf jeden Fall. Ihr müsst auch als Beilage kein Lamm nehmen oder was, passt zu jeder Fleischsorte oder einfach nur aufs Brot. Solltet ihr auf jeden Fall ausprobieren. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer einen Daumen hoch da, netten Kommentar, über ein Abo freuen wir uns natürlich immer. Könnt ihr immer unten rechts machen. Ja. Eigentlich gibt es nicht mehr zu sagen, außer nächste Woche gibt es wieder eine neue Folge vom Kühnes Kochkanal und wir hoffen, ihr seid wieder dabei. Schönen Sonntag noch und bleibt gesund. Tschüss. Kühnes Kochkanal.